Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wollen wir euch das Zuhause unserer Wikis zeigen. Hallo. Die Wikis leben auf insgesamt 4,37 Quadratmeter. Unser Gehege ist insgesamt 3,90 Meter breit und 1,15 Meter tief. Damit es leichter zugänglich ist, haben wir das ganze Gehege erhöht gebaut auf etwa 80 cm. Die Rückwand und die Seitenwände sind 1,40 Meter hoch, gehen allerdings nicht bis runter zum Boden. Der Unterbau der Front besteht aus Kallax-Regalen. Wir haben außerdem noch ein Kallax-Regal rechts und links neben dem Gehege stehen. Da drin finden sich vor allem allerlei Kuschelsachen, Pipi-Pads, die Inkontinenzunterlagen, aber auch in Schubladen und Co. diverse Leckerlis, aber auch zum Beispiel unsere Medikamente. Alles rund um die Meerschweinchen. In der Front haben wir mehrere Plexiglasscheiben eingelassen. Die Front ist ungefähr 30 cm hoch. Damit wir die Wikis immer schön beobachten können. Damit das Gehege gut für uns zugänglich ist, wenn wir es zum Beispiel sauer machen müssen, sind die Plexiglasscheiben vorne herausnehmbar. Dafür haben wir zuerst aus der Front eine kleine Fläche ausgesägt, wo die Plexiglasscheibe reinpasst und dann seitlich mit so kleinen Kanthölzern angeklebt, dass ein kleiner Spalt entsteht, in dem man die Plexiglasscheibe bequem reinschieben kann und auch wieder rausnehmen kann. Den Boden des Geheges haben wir komplett mit PVC ausgelegt. Dies dient zum einen als Schutz von dem Holz unten, wenn mal doch mal irgendwie Urin und sowas von den Schweinchen durch die ganzen Pipi-Pads und Inkontinenzunterlagen durchkommt, aber auch zum leichteren Saubermachen. Man sieht auch im Streubereich, dass das PVC sich leicht verfärbt hat durch den Urin der Schweinchen, da es sehr aggressiv ist. Daher ist es sehr zu empfehlen, PVC als, oder Teichfolie als Boden zu benutzen, um das Holz zu schützen, damit es halt länger hält. Man hätte auch Teichfolie nehmen können, allerdings waren wir zu inkompetent, die zu verlegen und deswegen haben wir PVC genommen. An den Rändern des Geheges, wo das PVC direkt am Holz liegt, aber auch da, wo in den Ecken Holz auf Holz kommt, haben wir die Fugen mit Silikon abgedichtet, damit da auch kein Urin reinfließen kann. Wir haben allerdings kein normales Silikon benutzt, sondern das für Aquarien. Das ist nämlich ungiftig für die Tiere. Das Gehege ist aufgeteilt in einen Streu- und einen Fließbereich. Getrennt sind die beiden Bereiche von einer kleinen Steinreihe, sodass nicht so viel Streu in den Fließbereich kommt und die Schweinchen gleichzeitig auch noch ein bisschen ihre Krallen abnutzen können. Wie man hier auch gut sieht, wird unser Gehege vorne von den Kallax-Regalen getragen und hinten haben wir mit Kanthölzern so eine kleine Holzkonstruktion gebaut, die das Gehege auch hinten stützen. Genau, ganz schlicht und einfach. Und es hält bombenfest. An der Front des Geheges befinden sich außerdem zwei große Türen, wodurch man unter das Gehege gelangt und so den Stauraum unterm Gehege noch optimal nutzen kann. Hier ist beispielsweise Platz für große Kisten, wo wir zum Beispiel unsere Häuser drin lagern, aber auch Streu drin lagern. Und direkt bei den Türen bewahren wir immer unser Heu auf, sodass man immer bequem die Türen aufmacht, Heu ein Stück vorzieht und dem Mausis das Heu geben kann. Wie man sehen kann, ist unter dem Gehege auch sehr viel Stauraum, sodass wir auch wirklich viel Platz haben. Wir haben außerdem nochmal unsere Kabelführung damit ein bisschen integriert und die ganzen Kabel mit so Kabelhalterungen nach oben gebunden, damit das gerade beim Raus- und Reinräumen von den Kisten nicht irgendwie hängen bleibt und dann so nervig wird. Wie man sieht, ist unser Gehege sehr, sehr stabil. Es wird von vielen Winkeln gehalten. Wie diejenigen, die uns schon länger auf Instagram verfolgen, wissen, haben wir damals mit einem etwas kleineren Gehege begonnen und groß angebaut. Den Übergang zwischen den beiden Gehegen haben wir von unten mit solchen großen Metallplatten verbunden. Die sind sehr stabil und so kann man sogar auf der Naht oben drauf sitzen, ohne dass das Gehege auch nur ansatzweise knarzt. Vorne bei den Türen ist nochmal ein kleiner Holzrahmen drumherum gemacht. Dieser sorgt nochmal für ein bisschen mehr Stabilität der Türen. Aktuell benutzen wir auch den kompletten Stauraum unter dem Gehege, also mehr Häuser dürfen wir uns nicht zulegen. Außerdem haben wir oben noch kleine Magneten reingesetzt, sodass die Türen auch von alleine zubleiben. Uns gefällt das Gehege sehr gut und wir haben das Gefühl, dass wir den Stauraum optimal genutzt haben. Auch die Schweinchen fühlen sich in ihrem kleinen Paradies pudelwohl. Und Popcorn fleißig. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in das Reich der Wikis gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. So, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Wenn ich was baue, dann für die Ewigkeit.